Eines Nachmittags in der geschlossenen Bücherei. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Aber schön ist es hier. Das Büchereigespenst vergnügt sich im Lesecafé. Oh, ein Gespenst. Das erschreckt mich nicht. Puh. Du bist ja ganz braun. Oh, das ist bestimmt ein perfekter Sonnenschutz. Oh ja, ich wollte schon immer auf eine Blumenwiese gehen. Und nun verschwinden die beiden durch die Bücherklappe. Sowas haben die Blumen noch nie gesehen. Oh, ein braunes Gespenst. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Das ist doch kein Gespenst, das ist ein brauner Putzlappen. Die sind aber gemein. Mach dir keinen Kopf. Wir kriegen dich schon sauber. Drück mal auf den Wasserspenderknopf. Ja, es klappt. Du wirst wieder weiß. Super, aber wo ist meine Kugel? Komm, wir gehen in die Burg. Sie machen es sich in der Burg gemütlich. Die Bücher wundern sich. Was ist denn das für einer? Ich glaube, dass das ein Kobold war. Meinst du? Woher soll ich denn das wissen? In der Bücherei ist es still. Plötzlich hört man ein Geräusch. Ah, jetzt habe ich mich geschnitten. Aber ist egal, wo ist denn die Kasse? Boah, ein Einbrecher. Na, dem werden wir es zeigen. Das Gespenst schleicht sich an und der Kobold huscht zum Telefon. Ah, da ist ja endlich die Kasse. Das hast du gut gemacht. Und ich habe auch schon die Polizei angerufen. Dann müssen wir uns aber schnell verstecken. Halt, stopp, stehen bleiben. Hier spricht die Polizei. Oh, da liegt er schon da. Da hat mir jemand die Arbeit abgenommen. Aber wer? Egal. Sie sind wegen Einbruchs abgeführt. Hahaha, dem haben wir es gegeben. Der kommt nicht so schnell wieder. La 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 la. Aua! Nicht schon wieder diese Tollpatsch. Die haben mich ja einfach liegen lassen. Mich auch. Ich halte das nicht mehr aus. Entspann dich. Nein! Tschüss!